bin Philipp Jugert, bin 35, komme aus Rostock und ja, bin seit 1.1. Mitglied auf Lebenszeit bei Hansa Rostock. Ja, bin auch Dauerkarteninhaber. Jetzt die Saison bin ich auf im Block 8 unten auf der Nord und ja, gehe eigentlich zu jedem Heimspiel. Freue mich eigentlich auch immer jedes Mal drauf. Die Stimmung im Stadion ist einfach super, die Unterstützung von den Fans und halt vor dem Spiel gehe ich immer zum Hansa Fanhaus. Hansa ist für mich eigentlich Religion. Also so die eingehen am Wochenende in die Kirche und ich gehe halt ins Stadion. So, das ist halt so für mich Hansa. Eigentlich wollte ich das mit dieser Auszeichnung im Ostseestadion unten auf dem Rasen, das wollte ich eigentlich machen. Und das war eigentlich so mit der Hauptbeweggrund, weil ich gesehen habe in der Saison 18-19, als sie losging, dass das sehr viele machen. Und ja, und das war eigentlich so der Hauptbeweggrund, dass ich dann sage, so, ich will jetzt auch Mitglied auf Lebenszeit werden. Und was halt auf dem Mitgliederschal draufsteht, das stimmt ja auch, Mitglied aus Leidenschaft und einmal Hansa, immer Hansa. Das ist halt einfach so. Der Punkt war eigentlich, also mein Vater hatte mir irgendwie Mitte der 90er mal ein Plakat geschenkt hier im alten Ostseestadion mit Frank Pagelsdorf, Stefan Beinlich, Stefan Studer und so. Das war die Zeit Mitte der 90er. So, und dann war ja dieses Abstiegsdrama gegen Bochum damals und das habe ich live am Radio verfolgt mit Olli Schubert damals noch bei Antenne MV, heute ist er unser Stadionsprecher. Und das hat mich so gepackt irgendwie, weil gefühlt irgendwie alle, die damals im Abstiegskampf damals waren, die waren ja alle irgendwie gefühlt mal abgestiegen in den 90 Minuten. So, und Hansa hat das dann echt in den letzten Minuten geschafft, da noch rumzureißen und sich zu retten und haben dann noch weitere, glaube ich, 5 oder 6 Jahre in der ersten Liga gespielt. Das war schon atemberaubend, nervenaufreibend. Weil man erstens Mitspracherecht hat, was die Ausrichtung des Vereins angeht. Und dass man sich halt einbringen kann und dass man halt auch viele Menschen trifft, die das Gleiche verfolgen. Ne? Also halt auch Hansa unterstützen. Wir verfolgen ja eigentlich alle denselben Club und das finde ich, ist das Tolle. Der Aufstieg gegen Lübeck in die zweite Liga, also das war halt auch für mich nochmal besonders, weil da live dabei zu sein, dass Hansa nach 9 Jahren wieder in die zweite Liga aufgestiegen ist, das war schon sehr, sehr schön. Vielleicht irgendwann, dass sie dann irgendwann den Sprung in die erste Liga schaffen, aber das ist, ja, das ist halt so der größte Wunsch von mir, irgendwann Hansa nochmal in der ersten Liga zu sehen. Auch wenn Hansa jetzt momentan zweite Liga spielt, ist Hansa für mich die Nummer 1 in den neuen Bundesländern. Hallo, ich bin Philipp Jugert, bin Mitglied auf Lebenszeit beim FC Hansa Rostock. Meine Mitgliedsnummer lautet 18420. Hansa ist Tradition, Heimat und ja, ich freue mich jedes Mal, wenn ich da bin, da sein darf.